Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Rivals. Wir haben jetzt die erste Liste habe ich abgeschlossen als Undercover Cop. Gucken, was auf uns wartet. Oh, cool. Ha, neues Auto, haben wir, geil. Jawohl. Geiles Teil. Zeig ihnen, wem die Straße gehört. Ja, ich habe auf Deutsch umgestellt. Das Spiel ist mittlerweile auch in Deutschland raus. Heute ist ja Donnerstag. Deswegen mal gucken, wie das mit den Servern mittlerweile funktioniert. Ich hatte ja ein paar Disconnects die letzten Tage. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht mehr so. Ja, Undercover fand ich eigentlich ganz cool. erreiche 257 km/h. Ja, das dürfte ja mit dem heute können dann kein Problem sein. Wo haben wir denn? Da. What the fuck? Da ist er. Aston Martin Vanquish. Mann, nice. Ah, jetzt muss ich nochmal gucken. 466262. Aha, 4. Der ist schneller. Hat die gleiche Beschleunigung. Okay, ein bisschen weniger Kontrolle. Aber da scheißen wir einfach drauf. Den finde ich nämlich irgendwie geiler. Mein Name ist Bond, James Bond. Wobei, der fährt keinen Vanquish, oder? Nee. Nee, nee, nee. Genau, was können wir denn an der Karre eigentlich noch machen? Wir könnten uns ja theoretisch... Oh, Moment, für den muss ich jetzt auch wieder Verfolgungskram kaufen. Das ist ja frech. Da baller ich ja jedes Mal voll viel Speedpoints raus. Haha, nice. Was haben wir denn hier? Lässt die Fahrzeugkarosserie mit einem starken Energiefeld auf, das gegen Betäubungsminen EMP schützt. Nee, schützen wollen wir nicht. Ich will platt machen. EMP visiert voraussorgende Fahrzeuge, erfasst sie und löst einen gewaltigen, der ihre elektronischen Systeme vorübergehend lahmlegt. Ja, dann bleiben die so komisch stehen. Aber das Wegstoßen fand ich eigentlich schon ganz nice, wenn es denn vernünftig funktioniert. Ja, Level 1. Wie leveln wir das eigentlich auf? Das müssen wir uns auch noch angucken. Ich glaube, ich nehme wieder die zwei Dinger da unter den Nagel dran. Ja, möchte ich. Schra! Ach so, ja sicher. So wird man seine Speedpoints auch los. Aber nice. So, dann gucken wir aber doch nochmal. Was? Nummernschild? Wagenauswahl? Hm. Ich glaube, das alte können kann ich gar nicht verbessern. Kann halt irgendwie sein. What the fuck? Karriereübersicht, Aufgabenwahl, Wagenauswahl. Na. Kann man als Cop die Autos nicht mehr verbessern? Moment mal, Höchstgeschwindigkeit 4,6. Da bin ich. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wenn die Karren kommen, die mal so bei 8 sind. Wer fährt denn hier so rum, welcher Penner? Oh, hier ist schon einiges los. Ja, da gesellen wir uns doch direkt mal dabei. Racer erhöhen durch Sammeln von Speedpoints ihren Multiplikator. Durch Rückkehr in ein Versteck wird dieser auf 1 zurückgesetzt. Aha. Tja, und wir versuchen natürlich, den die Speedpoints abzunehmen. Bisher muss ich sagen, finde ich das Spiel ziemlich geil. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist der rote Faden. Mein Gott, frische Malz. Du findest deine aktuelle Autolog-Spielliste im Easy Drive-Menü. Boah. Oh, guck mal an, hier sind wir auch. Noch zwei Cops da. Alle Einheiten, nice. Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Boah, sieht schon geil aus, die Karre. Easy Drive. Aber wobei, ich habe ja schon. Nehmen wir mal einen Spieler. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer von den Spielern Racer und wer von den Spielern Cop ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
aber... LOL. Ja, das mache ich jetzt auch. Oh, wie ein Brett. Oh, ein bisschen gedriftet, haben wir nice. Oh. 918, ich glaube, den sind wir gefahren. Nur nicht als Spider. Alter, ist der schnell. Nein! Oh, was ein Penner. So, dann setzen wir doch direkt mal hier unseren Kram ein, den wir eben gekauft haben. Jetzt drängt mich hier der Bulle ab, was ist das denn? Da sehe ich aber nichts von. Ich habe eher das Gefühl, ich habe den Bullen getroffen. Oh, guck mal, Pete Speed ist da. Bam! Das hat gescheppert. Wow! Boah, ich habe gedacht, er hätte den. Gas, Gas, Gas! Was macht der denn? Was mache ich denn? Jetzt heißt der Polizist auch noch nicht rein. Das ist zwar nur ein... Lol. Ist zwar nur ein NPC, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der weiß selber nicht, wo der hin will. Wow! Der Verdächtige wird nicht anhalten. Ja, warum sollte der denn auch? Die Bullen rammen sich ja hier gegenseitig weg. Der Verdächtige hat mich gerade ganz schön genatzt. Mein Gott, was hier ein Polizeiaufgebot ist. Alter. Also die Handbremse ist viel zu hart. Das muss man einfach mal sagen. Im Endeffekt ist es keine Handbremse, sondern einfach nur ein Knopf, um eine 180-Grad-Drehung zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Kopfkollegen mich hier mehr verwirren als der gegnerische, Wagen. Der ist jetzt auch weg. Aber benutzen wir mal Easy Drive für Events. Beziehungsweise, ich glaube, ich brauche mal eine Garage, ne? Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. An alle Einheit verfolgt verdächtigen Code 1054. Wow, das war Nitro. Achtung, Officer ist Code 3 hinter. Und da ist das Auto wieder schick. So, jetzt gucken wir nochmal, was hier abgeht. Na toll, Pete Smith ist zwar online, aber... Ja, auch leider nicht. Kann ich ihn jetzt einladen? Jetzt habe ich ihn eingeladen. Mal gucken, ob was passiert. Ich werde mal kurz TeamSpeak starten, dann können wir mit Peter quatschen. Kurzer Cut. So, da sind wir wieder. Peter hat leider gerade keine Zeit. Also müssen wir alleine auf Verbrecherjagd gehen. Oh, guck mal an. Der ist ja förmlich in mich reingekracht.
Ja, nice. Alter, mein Auto ist schon wieder im Arsch. Wegen so einem Fatzke hier. Ach, scheiß drauf. Fahren jetzt erstmal zur Werkstatt und dann gucken wir mal, was das hier zu bieten hat. Das Easy Drive. Oh, die Werkstatt ist in die andere Richtung. Verfolgung beendet. Bleib wachsam. 10-4. Mittlerweile ist mir aufgefallen, die Musik ist ein bisschen zu leise. Die müsste ich eigentlich mal wieder ein bisschen lauter machen. Da oben ist die Werkstatt. Ist cool, wenn man bremst und den Wagen so von der Seite sieht, dass man die Bremsscheiben richtig schön gelegen sieht. So, das ist das Auto wieder schick. Frisch gewaschen. Sieht nicht aus wie frisch gewaschen. Ja, ja, du mit deinem 1041. Ein Hot Pursuit, okay. Ohne Kompromisse natürlich. Wer ist denn das? 4,2 Kilometer. Ah. In der Zeit kann ich direkt. So. So. Ah, lassen wir mal so. Ja, von den PC-Einstellungen. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, sondern erst als ihr das geschrieben habt. Es gibt kein Anti-Aliasing. Wie man sieht. Oh, im Hintergrund die Texturen. Ah, die kommen noch. Was will denn Alldrive die ganze Zeit von mir? Ich will nicht zu den Spielern fahren. Da haben wir noch einen. Fahr schneller, schätze können. Huhu, Cannabis! Oh Mann, ey. Lol, was haben die denn? Krass, die haben auch so Teile. Ist ja abgefahren. Okay, der fährt nicht hier durch die. So, erstmal reparieren. Alter, ist der schnell. What the fuck? Der Typ ist an mir vorbeigeruckelt. Okay. Jetzt habe ich nochmal getroffen. Alter, Junge. Ah, der ruckelt voll. What the fuck? Wie soll ich den denn treffen, wenn er die ganze Zeit so ruckelt? Ja, ohne Spaß, das geht doch gar nicht. Nein! Oh, du blöder Kackbulle! Mann, ich wäre frontal in den reingefahren! Ja, geil. Ah, die Polizei, dein Freund und Helfer. Am Arsch. Ich werfe ein Nagelband ab. Achtung, verdächtig.
Perfektes Nagelband. Aber nice, das heißt, das ist ja durchgeheizt. Lol, der hat einen Abgang gemacht. What the fuck? Willst du hin? Wir fahren nach Norden, nach Norden. Acht Verdächtiger zieht nach Norden. Ah, da hinten. Verdächtiger setzt sich von mir ab. Acht 10-4, bleibt an Verdächtigen. Meldung folgt, over. Auf Control, Verdächtiger versucht sich abzusetzen. Bin noch dran. Ja, noch sind wir dran. Kann die Kamera mal aufhören, so krass runterzugehen? Kontakt verloren, am Arsch, da ist er doch. Quatsch nicht so eine Scheiße. Jetzt wurde ich zerstört? Hammer. Also da müssen wir mit der KI noch mal ein bisschen reden. Das fand ich nicht schön. Da ist mein eigener Bulle volle Möhre in mich reingerammt, ey. Naja, was gibt es denn jetzt? Ist Geschwindigkeit 265. Ja, das haben wir doch zumindest schon mal geschafft. 16.000 Punkte hat das gegeben, da, wo wir nichts geschafft haben. Okay. Verhafte einen Racer. Das müssen wir noch machen. Ich frage mich, wie man die Verfolgungstechnologien aufleveln kann. Wahrscheinlich erst später. Karriereübersicht. Aha. Wie, das ist jetzt schon Level 2? Okay. Ah, verhafte einen Racer. Wo haben wir denn mal einen Racer? Da ist ein Racer. Er müsste jetzt... Der ruckelt aber auch so auf der Map. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Da müsste die Straße hier lange jetzt kommen. Fahren wir dem nochmal entgegen. Streifenwagen eignen sich am besten, um Racer bei hohen Geschwindigkeiten abzufangen. Ach was. Nachdem du die Cop-Karriere beendest, wann ist die denn zu Ende? Was war das denn? Ich habe irgendwas platt gemacht. Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert unser... Ja, super. Muss leider hier rum. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Das ist so ein Racer. Oh lol, das ist schon wieder der Cannabis. Ja, komm, der braucht noch einen Schlag. Bam! Da kannst du mir nicht erzählen, dass der immer noch lebt. Nein, 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 der fährt zur Reparatur. Oh Mann. Boah, ohne Spaß, das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Okay. Wieso bin ich denn wieder in die Garage gekommen? Ja, das macht doch keinen Sinn, den Typen zu verfolgen, wenn der leckt wie blöde. Das ist ein Cop. Da ist ein Racer. Wie soll ich denn den rammen, wenn der, weiß ich nicht, sich nach vorne beamt? Das ist doch Blödsinn. Ich hoffe mal, das ist nicht bei allen so, sondern nur bei dem Kerl.
Oder es war vielleicht ja auch ein Mädchen. Kann auch sein. Auf Beginn der Streife auf Grapevine Drive. Hau ab. Alter, der ist 9. Okay. Kloppen die Racer sich da gegenseitig, oder was? Scheiß auf zwei Racer. Oh. Da habe ich wohl ein paar Reifen verloren. So ein Quatsch, der fährt doch da vorne. Boah, krass, was ist hier denn so schnell? Oh Mann, und dann ist da wieder so ein Audi. Mein Gott, die ganzen scheiß Audis, die hier rumfahren. Was ist denn jetzt los? So, dann holen wir uns halt den. Ich attackiere das Ziel. 8-10-4, Einsatzleitung benachrichtigt. Alter Junge, haben wir nice. Einfach weiterfahren. Bisschen die brauchen wir noch, jetzt nicht mehr. Zentrale Lage spitzt sich zu, verfolge jetzt 2-10-44. Wiederhole 2. Ich brauche Ihre Hilfe, Zentrale, bitte Straßensperre. Woo! Das hat ihm überhaupt nichts gemacht. Ich hab den doch offensichtlich getroffen. Hui! Alter, was ist denn mit dem passiert? Wo ist der Typ hin? Benutzen wir mal Easy Drive. Die Autolog-Empfehlung. Ah, die Autolog-Empfehlung sagt mir die Geschwindigkeitsdinger, die Peter gefahren hat. Spieleliste leer. Aha. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Ja, ja, wir machen jetzt trotzdem so ein Event. Ja, natürlich, und damit, da fahren wir natürlich im Gegenverkehr. Klar. Wie das so ein guter Undercover-Cop halt tun würde. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Lost Stallion Ranch. Aha. Sollen wir den auch verfolgen? Na, ja, erst wenn wir näher dran sind. In meinem Perimeter aufgetaucht. Oh. Ein paar Wagen an mir vorbeigerast. Mögliches 10-44. Brauche Hilfe, over.
Zentrale. Habe den von mir verfolgten 1044 verloren. Wechsel zum anderen Code 3. Over. Also ich benutze Nitro doch schon die ganze Zeit auf Anschlag. Und ich komme trotzdem nicht an die ran. Was waren das denn für Autos? Fuck, jetzt haben die sich getrennt. Ich sehe nichts! Aber hammer geil, wie dreckig die Karre jetzt ist. Was? Wo sind die denn da reingefahren? Ach komm. Schneller, schneller, schneller! Ich komme da einfach nicht hinterher, das ist ja echt der Wahnsinn. Damn! Ja, am Arsch! Ah, nice. Danke für die Nagelbretter, Kollege! Apropos Nagelbretter. Fuck, ich glaube, die haben sich gerade repariert und ich nicht. Jetzt komm schon. Okay, die Schockramme ist irgendwie nicht so geil. Komm schon! Ich hab zwar einen Reifen weniger, aber das soll mich nicht aufhalten. Ja, sicher! Und dann rast der nächste direkt in mich rein. Fahrzeugschaden kritisch. Hammer. Ach, ich scheiß auf den Lecker-Typen da. Oh Mann, jetzt ist der eine wieder weg. Mein Auto müsste ich auch mal reparieren. Na, nicht aufgeben. Wahnsinn. Aaron. So, der letzte Stückler hat geschlagen, mein Freund. Oh Gott, jetzt fängt auch noch an zu riechen, oder was? Ja, scheiß auf Officer Code 3. Mein Gott, sammel mich nicht voll. An alle Einheiten verfolgt verdächtigen Code C54. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Na, dann Spaß, die Tante geht mir echt ein bisschen auf den Sack. Jetzt komm schon! Lol. Wir krallen uns den ersten. Racer verhaftet, na endlich!
Da kommt direkt wieder der nächste. Nein, nein! Ja, ohne Spaß, die KI-Polizei fährt doch einfach ohne Rücksicht auf Verluste, ey. Ja, jetzt habe ich den Typen natürlich wieder verloren. Hammer. Nutze Easy Drive. So, jetzt will ich aber noch so ein Event machen. Beziehungsweise, Moment, wir haben Racer verhaftet. Eigentlich müsste jetzt die Liste abgeschlossen sein, oder? Na, na? Jawohl. Und jetzt? Oh, guck mal, wir haben fast 300 geschafft. Neues Verfolgung, neuer Wagen. Also, wir haben neue Technologie und ein neues Auto. Gucken wir mal, welches. Ach, guck mal an, der Camaro. Ja, aber der wird niemals so schnell sein wie der Aston Martin. Harte Bandagen, Kapitel 2. Nachdem ein Street Racer ein Video im Internet veröffentlicht hat, nehmen sich dies andere Fahrer zum Vorbild und laden ähnliche Videos hoch. Meine Fresse, was ist denn das für eine Stimme? Eine ehemaligen Untergrundsportart, eine Art virale Reality-Show mit Fahrern, die alles dafür tun, Berühmtheit zu erlangen. Die alles dafür tun, Berühmtheit zu erlangen. Boah, ist das schlecht. Recht und Ordnung gibt es nur, wenn Leute daran glauben. Heute glauben sie weniger daran als gestern. Sie sehen, wie Racer ohne Folgen Gesetze missachten. Und wenn Gesetze wirkungslos sind und nur noch höfliche Vorschläge, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Uns wirft man Einschüchterung vor. Dabei ist demonstrierte Gewalt angewendeter Gewalt klar vorzuziehen. Und wenn demonstrierte Gewalt nicht mehr ausreicht, muss man manchmal doch das einzig Wahre tun. Selbstverständlich sollte die Polizei immer auf Demonstranten knüppeln. Alter, ohne Spaß, was ist mit dem Spiel nicht in Ordnung? Erziele 2 Treffer mit dem Nagelband. Ja, das ist kein Problem und dem Ziel werden wir uns dann morgen widmen zu einer neuen Folge Rivals. Ich danke fürs Zuschauen und ja, 18:30 Uhr, ne? Hau da rein.